Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spec Ops The Line. Ja, die letzten Tage habe ich natürlich erstmal nicht gespielt, nicht aufgenommen. Das tut mir auch sehr leid. Dadurch ist jetzt hier mal ein bisschen mehr Ruhe gewesen. Und da geht auf jeden Fall voll die Action ab. Haltet Delta von dem Tor weg! Bleibt's ja! Los! Phosphor! Oh oh. Phosphor ist... Willkommen in der Hölle, Walker. Ach du Kacke. Wir haben sie erwartet. Krass. Was willst du denn? Ich will es für Walker, wir müssen dich mit dieser Sicht stören. Ups. Noch ein Schuss aus der Mörser und wir sind hin. Schalte mit der RPG aus. Wie schön, dass ich jetzt hier die ganze Zeit brenne. Was war das denn gerade? Oh, Scar nehmen wir natürlich mal mit. So. Oh, 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 oh. Kommen wir von überall hier. Scheiße. Er hauen doch weg. Lass doch nicht immer mich alles machen hier. So, hier kommen wir nicht durch. Wir müssen also quasi hier lang. Der ist tot. Rennen wir mal hier hin. Hier so. Aber Vorsicht vor dem MG. Er macht das doch weg. Das ist nicht wert. Ich speichere. Wie? Da. Da. Ja. Oh Gott. Also mit dem Zielen, wisst ihr ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ladebildschirm for the win. Okay. Ich hab die Mörserstraße aufgegeben. Wow. So. Ja, mach ich doch. Guck mal, ich mach jetzt erstmal den hier. So, der ist weg. Bleib doch mal in Deckung, Typ. Feind ausgeschaltet! Unterwegs! So. Vorrücken, aber Vorsicht vor dem MG! Genau. Mist! Keine klare Sicht! Sprecher! Ma! Ey, nüsch können sie! Nüsch! Okay, wir werden auf jeden Fall hier in Deckung gehen. Hier so. Oh, das war knapp jetzt. Oh, Granate, weg. Aua. Der geht doch in Deckung. Der hört auf mit Granaten zu werfen. Ja, okay, die hat uns erwischt. Schade. Schade, Schokolade. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass das jetzt irgendwie nicht so ganz trifft, aber falsch gedacht. Gut, Mörser ist zerstört. Dann knipsen wir jetzt mal hier das MG aus. Hä? Hier ist jetzt nichts mehr, oder was? Na gut. Dann räumen wir da mal auf. Noch. Aber ich mach das mal. Hab ich getroffen? Dann geh doch mal in Deckung, Typ. Meine Fresse, ey. Unglaublich. Gut. So, dann gehen wir jetzt hier rüber und spiken da auf die andere Seite. Ja, Gott, vorrücken, aber Vorsicht vor dem MG. Genau. So sieht das aus. So, erstmal kurz ausharren, Lage checken. So. Okay, da ist das MG. Mist, keine klare Sicht. Granate! Gegner erledigt! Lauf! Shit, noch ein MG! Oh Gott, ey, das gibt's doch nicht. Mann. Okay, gut. Jetzt, Profi, pass auf. Jetzt machen wir das. Werd mir jetzt auf jeden Fall, so... Halt, nein, na, schön in Deckung bleiben. Wir müssen das Nest
Das sind. Okay, machen wir erstmal weg und dann schnappe ich mir einen. Dann hebe ich mir einen Schuss auf. Genau, einen haben wir nämlich noch. Fangen wir hier mal auf. So. Oh, da kommen wir noch mehr. Oh, 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 oh. Schade. Okay, das bringt schon mal nichts. Wir werden erstmal ausharren hier, alles beiseite räumen. Dann gehen wir jetzt hier rüber gleich so. So, der ist weg. Okay, der ist auch weg. Naja, keine bösen Wörter in meinem Let's Play, ne? Wisst ihr ja. Schwachmatiker. Au, 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 au. Genau. So, hier haben wir nämlich auch nochmal einen Star. So, und jetzt versuchen wir es mal. So. Und dann probieren wir es mal aus, wie weit wir kommen. Oh, das ist schade, ist ja noch ein. Mann, ja, ist doch gut. Ach, da lang. Okay. Nö, ich will mich erstmal festnageln machen. So. Genau, blenden und dann los. Da lag eine schöne Waffe, aber gut, haben wir Pech gehabt. Noch einer! Noch einer! Da liegen noch ein paar Granätchen. Ja. Also wir sind hier auf jeden Fall ganz schön am Arsch. Okay, lauf. Haftgranate raus! Vielleicht nicht unbedingt die Haftgranate. Granate raus! So. Ich hab den Hurensohn. Okay. Los, weg mit euch. Alter, man merkt auch gar nicht, dass ich gerade so ein bisschen konzentriert bin. Aber geht gerade nicht anders. Ich komm jetzt hier rüber. Rüber, 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 rüber. Oh, 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 oh. Okay, ab ans MG und dann knüpfen wir die jetzt mal hier aus hier. Mach ich doch, bin doch schon dabei. Chill doch mal. So, war's das? Feierabend? Gut. Tja, unsere Muni ist schon ja ein bisschen knapp. Ich hab das Gefühl, ja. Aua. So. Gehen wir mal hier lang. Oh. Okay. Ich habe jetzt auch gar nicht so wirklich einen Plan, was wir hier so haben für ein Ziel. Okay, da ist noch einer. Na komm. Na komm, da. Können wir nämlich einfach die Deckung wegsetzen? Nö. So, der ist weg. Reicht's jetzt? War's das? Okay. So. Die Frage ist. Oh, was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Schön. Granatwerfer. Okay, wir rücken auf jeden Fall jetzt weiter vor. Feind ausgeschaltet! So, der ist weg. Da hinten sind noch ein paar. Fick dich! Genau, fick dich. So, der ist auch weg. Ich würde sagen, wir stürmen jetzt mal so hin und gucken einfach mal, von wo die Schüsse kommen. Was ist los? So, der ist weg. Da sind noch so 1, 2, 5 Millionen Gegner. Gegner erledigt! Oh, ich muss nachladen.
Das waren alle. Komm. Sehr gut. Dann haben wir es ja doch geschafft. Oh, oh, oh. Da haben wir ja einen kleinen Laderuckler drin gehabt. Hier hat doch... Hat hier nicht eben noch was geblinkt? Nö. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier ist das andere MG. Auf jeden Fall brauche ich erstmal eine andere Waffe. Hier die... Ach, die haben jetzt alle keine Waffen mehr, oder was? Ist klar. Ist klar. Guck mal, hier, der hat noch was. Ja, Schotti will ich nicht. Die haben alle keine Waffen. Das gibt's doch nicht. Das ist unglaublich. Instant despawned. Toll. Danke. Na gut. Wir rücken vor. Gehen hier so rein. So, hier so. Notfalls auch mit Granatwerfern. Oh. Luca. Mach ich. Nein! Ich wollte dich retten! Ich hab's versucht! Ihr könnt jetzt langsam mal sterben. Danke. Der einzige Verbrecher hier. Wir sollten weiter. Oh, oh, oh. Oh, die hatten wir noch nicht. Drinnen sind noch mehr. Aber nicht lange. Schrot mit dem Einsatz aufpassen! Kill ist bestätigt, verdammt! Die Waffe ist ja gar nicht mal so kacke. Alter, die ist ja richtig gut. Cool. Da oben ist noch einer. Ich will ihn tot sehen. No. Einer weniger. Okay. Ist der Tod genug für dich? Ja. So, also die Muni müssen wir uns auf jeden Fall erstmal Geheiminfos aufnehmen. Männer der 33. Ich muss euch nicht erinnern, welche Umstände uns hierher gebracht haben. Wir sind alle gezeichnet von unseren Taten, guten wie schlechten. Ja, es kommen noch dunkle Zeiten, aber nur Mut. Der Sturm wird bald vergehen. Vor uns liegen chaotische Tage. Als euer Kommandant weiß ich, ihr werdet durchhalten. Ihr seid the damn 33rd. Es war für mich die größte Ehre, an eurer Seite zu dienen. Darum vertraue ich euch, auch bei meinem letzten Befehl. Was auch geschieht, haltet durch. Seid stets wachsam. Haltet die Linie. Tja, wäre mir jetzt an eurer Stelle ganz schön peinlich, denn hier so Leute kommen wie meine Wenigkeit und meine Kollegas hier und aufräumen. Oh. Unterwegs! Sehr gut, schön Muni sammeln. Aufpassen! Schwerer Trooper! Okay. Noch einer! Oh, 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 oh. So, weg. Weg. Getroffen. Hilfe. Hörst du das? Lade okay. Nach. Shit, da kommen sie. Sollen sie doch. Wir brauchen jetzt, glaube ich, ein kleines Wunder. Schießt mich doch! Na los, ich stehe hier! Macht schon! Sichert das Gebäude! Erschießt mich, verdammt! Los, erschießt mich! Dies ist Ihre letzte Chance, Walker. Geben Sie auf, oder meine Männer erschießen Sie. Wag's ja nicht! Dann scheiß auf dich! Ich bin nicht so weit gekommen, um aufzugehen! Das ist der einzige Weg in den Tower! Verdammter Mist! Gib's auf! Mission beendet! Wir haben versagt! Nur über meine Leiche! Schön! Dann leb weiter! Brenn, du Arschloch! Na, das war ja nett. Ja, lauf, 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 aua.
Oh shit, hier fliegt uns alles um die Ohren. Waffen haben wir mal eben so weggelegt, weil wir auch einfach mal ein bisschen dumm sind. Das war's dann wohl. Tut mir leid, Walker. Tut sie gar nicht. Aber sie wussten, es würde so enden. Ihre Freunde tot. Die Welt in Flammen. Sie allein. Ja, forever alone. Sie haben versagt. Endlich etwas, das wir beide gemeinsam haben. Ja, verraten von unserem eigenen Teammitglied, stehen wir nun am Arsch der Welt. Und wir sehen mächtig abgefuckt aus. Triff ihn oben. Willkommen. Ich meine, hübsch ist es hier, ja, das muss man schon mal sagen. Ein bisschen schneller laufen könntest du ja, ruhig mal, mein Freund. Squadron, Achtung! Oh, ja. Tja. Captain Walker, wir sind der Rest der Damn 33rd. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wo ist Conrad? Wo er immer war. Oben. Er erwartet Sie. Hier oben, oder was? Ah, alles klar. Erstmal Fahrstuhl fahren. Nicht schlecht, Walker. Ihnen gelang, was der Sturm nicht schafft. Die 33. zu vernichten. Tja, wir haben uns aber auch immer mehr selber vernichtet. Bitte, nur herein. Am Arsch. Gib mir eine Waffe. Gebe ich dir den letzten Schuss. Nun, da Sie hier sind, möchte ich Sie etwas fragen. Was dachten Sie, als Sie nach Dubai kamen? Als Sie sahen, was ich getan hatte? Hielten Sie es für das Werk eines Irren? Ja. Ich dachte, Sie hätten den Verstand verloren. Oder besser gesagt, ich hoffte es. Ja, das hätte es einfacher gemacht. Aber dieses Glück hatte ich nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich versichere Ihnen, ich bin so normal wie Sie, Captain. Einmal drüber laufen. Wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte der Realität hier nicht entkommen. Das war mein Untergang. Talent hat er, ja. So, fertig. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist hier los, verdammt? Ihnen gehen zum ersten Mal die Augen auf. Das schmerzt, nicht wahr? Nur zu? Was denken Sie? Das waren Sie? Nein, Sie waren das. 47 Unschuldige starben durch Ihre Befehle. Jemand muss für Ihre Taten büßen, Walker. Wer wird das sein? Ja, ist ein bisschen scheiße gelaufen.
Sind Sie das? Sagen Sie es mir. Ich hab die Spielchen satt, John. Glauben Sie mir, das ist kein Spiel. The fuck? What the fuck? Es scheint, die Berichte über mein Überleben waren stark übertrieben. Das ist nicht möglich. Glauben Sie mir, ist es. Wie? Nicht wie. Wieso? Sie sollten nie hierher kommen. Unsere Befehle sind klar. Raus aus der Stadt, Funkspruch ans HQ von außerhalb der Sturmwand. Die schicken die Kavallerie, wir fliegen heim. Was hier geschah, war nicht in meiner Kontrolle. Was das? Nichts wäre geschehen, wenn Sie einfach aufgehört hätten. Aber Sie machten weiter. Und wofür? Wir wollten euch retten. Sie sind kein Retter. Sie haben andere Begabungen. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo! Er wollte es nicht hören! Wir hatten keine Wahl! Er hat uns zu verdammten Killern gemacht! Es ist nicht meine Schuld. Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Und ist die Wahrheit nicht zu leugnen, bastelt man seine eigene. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht, er bewegt sich nicht mehr! Walker, komm zu dir! Ich verstehe. Wir müssen wählen. Die Wahrheit, Walker, ist, dass Sie hier sind, weil Sie sich als was fühlen wollten, was Sie nicht sind. Ein Held. Lugo. Du hast mich sterben lassen. Ich bin hier, weil Sie Ihre Taten nicht akzeptieren können. Das hat Sie zerstört. Colonel? Colonel, bitte. Was ist denn los, Walker? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Sie brauchten einen Sündenbock und schoben es auf mich. Einen Toten. Ich weiß, die Wahrheit ist hart, Walker. Aber es ist Zeit. Nur Sie sind übrig. Und wir können nicht für immer weiter lügen. Ich zähle jetzt bis 5. Dann drücke ich den Abzug. Sie sind nicht real. Das ist alles in meinem Kopf. Ganz sicher? Vielleicht ja in meinem. 1. Nein. All das. Alles. Es war Ihre Schuld. Wenn Sie das glauben, erschießen Sie mich. 2. Ich wollte niemandem etwas antun. Wer will das schon, Walker? 3. 4. Wollen Sie das wirklich, Walker? Ich bin mir noch nicht sicher. Also gut. 5. Heftig. So ergibt alles einen Sinn. Heftig, heftig. Aber was ein geiles Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mal richtig beeindruckt. Da ich ja sowieso kein Freund war von deutschen Produktionen und so, deutsche Filme und so, finde ich alles zum Kotzen. Aber dieses Spiel, Hammer. Also die Story ist schon... ist schon geil. Muss man den Entwicklern echt mal lassen. Da haben sie was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Ja. Wie hat euch das Spiel gefallen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und, ja. Bin immer noch ziemlich baff, weil die Geschichte, die hat echt... Die Story hat mich schon ganz schön
aus den von den Beinen gerissen. Hammer. Auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, wann das nächste Projekt kommt, weil ich selber noch nicht genau weiß, was ich dann let's playen werde. Wenn ihr da Ideen habt, ich bin da immer für alles offen. Schreibt es auch einfach mal in die Kommentare, worauf ihr so Bock hättet. Der Plan ist, dass ich jetzt erstmal demnächst Minecraft wieder fortführen werde. Allerdings in einer neuen Welt. Da es bei der alten jetzt leider Probleme gibt, das Haus ist da und ich habe jetzt aber durch den neuen PC keine Adminrechte mehr für die Map. Und so, also habe ich die jetzt quasi beiseite gelassen. Und da ich auch einen komplett neuen Baustil habe, werde ich erstmal eine neue Welt anfangen. Mit euch zusammen, auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ansonsten würde ich sagen, genießt das Outro und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. So my darling and I make love in the sand to salute the last moment of our enjoying land. Our machine has done its work, played its part well, without a scratch on a body that may bid it farewell. Starfish and giant flumes greet us with a smile. Before our heads go under, we take our last look at killing noise. Warp the outer style.
We'll be right back.